Man haben auch noch gar kein Curse-Blue und keinen Autodor verwenden müssen. Gut, Curse-Blue wird er da auch nichts aufbauen, wahrscheinlich da. Warum nicht? Glaubst du, er kennt da was? Brauchst du sie nur anzeigen, wenn das fällt? Boah, das sind die Bäume, Alter. Können die auch noch zu unserem Grund? Ja, wie gesagt, ich glaube, da können noch zwei, drei Bäume zu uns. Da mal gerade weiter. Er fährt Kreuzung, genau. Ja, wie auch gesoffener Bauer. Da kennt sich keiner aus. Das heißt, waren wir oben, jetzt sind wir unten. Da waren wir rechts, jetzt sind wir links. Alter, wieso ist kein Zugang zu dem Land? Auf der anderen Seite was. Alter. Wie auch gesoffener Bauer, wirklich. Der wird der 9 ist erst und wir haben schon zum zweiten Mal jetzt. Tun wir jetzt Main. Geil. Wie gesagt, wenn sich das dann einspült, drei Felder. Das ist dann geil. Das schaffen wir heute auf jeden Fall. Nochmal. Schon das andere kaufen. Dann müssen wir das ausmisten. Was musst du ausmisten? Das nächste Feld dann. Achso. Ausmisten. Bäume und so. Ja. Könnten wir uns vielleicht einen Anhänger oder so kaufen, wo wir das dann hinhauen? Holz. Und nicht hinterher müssen. Was wird. Oh, ihr könnt sich ausgehen eigentlich. 84 kostet es, aber ein bisschen was über. Ich werde wirklich total geschissen. Echt? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Beauty! Beauty! Darf ich fragen, wo es jetzt weitergeht dann? Wenn ich unten fertig bin? Da fährst du halt auf nochmal. Ganz oben, oder was? Ja. Ich fange jetzt nochmal an, weil. Domling eh noch ballen. Das ist der Domling eh noch ballen. Hast du Blitze, das haben wir jetzt verlost. Vergiss es, vergiss es. Aber wo muss ich jetzt hinfahren? Ich weiß jetzt nicht wo. Oder fangst du erst an? Da fange ich jetzt an wieder. Achso, du fangst da oben an. Weil ich auch selber keine Spur mehr gehabt habe. Das sieht man. Bloß an ahnungslosen Oman. Ich weiß nicht, warum du nicht einfach hin und her fährst. Oder runden. Ja, stimmt. Jetzt wird's besser. Ja. Jetzt merkt man wirklich den Fortschritt, weil wir jetzt denken, wir haben heute eine Presse gekauft, ein neues Mähwerk gekauft und einen Traktor gekauft. Vielleicht sogar jetzt noch ein Feld dann dazu.
der Ballenpresse ist im Angebot. So, so eine Dings. Oder wie wir haben. Eine große, aber mit 180. Ja, Quaderballen, aber. Ja. Ja. Oder war eh nicht. Wo bist denn du jetzt hingefahren? Achso, jetzt warst du in der Runde. Okay. Ja. Mach die Schuhe wieder weg. Ich bin fast unten angekommen, er ist nicht mehr da. Er kam mir auch nicht entgegen. Diese Baumstümpfe, die sind Arsch. Ja. Ah ja. Das alte Mähwerk ist noch drüber gefahren, aber das hintere nicht. Drum, wir kaufen uns den zweiten Grund da drüben, holzen die Bäume dort ab, mähen alles, weil dann sieht man die Baumstümpfe und dann fahren wir mit dem Molcher drüber. Sollte man eigentlich hier schon machen. Naja, aber wenn wir dann gleich als nächstes das Feld kaufen, dann brauchen wir es nicht zweimal machen. Kann man das auf einmal machen. Beziehungsweise würde ich sogar den Mulcher dann mitnehmen da drüber, wenn, wenn man den Baum gleich dort schneidet, kann man gleich drüber mulchen, dann braucht man nicht suchen. Stimmt. Dort sind es eh nicht so viele Bäume dann, glaube ich. Ein paar Bäume. Bisschen Kohle halt, aber nicht viel. Aber ein bisschen halt. Also können wir uns jetzt auch immer abwechseln, dann einmal mit der, dann presst der, dann mit der, dann presst der. Wenn beide Traktoren das auch können. Ja. Dann irgendwann fahre ich hier mit, dann schon die auch. Ja, oder ja nichts, oder? Na sicher. Gönn dir. Gönn dir! Könnte man eine neue Marke gründen. Mit einem Goldkettel oben. Dann schreibt man nicht so wie bei mir international, schreibt man, kauf dein Leben. Gönn dir, kauf dein Leben. Das wäre cool, wenn man ein bisschen mehr so auch designen könnte. Weißt du, nicht einfach nur Farbe drauf und fertig. Wenn du modden kannst, kannst du sie. Ah, okay.
Naja, irgendwie müssen ja die Mods entstehen. Ja. Aber bis dahin, da musst du die Uhr gut programmieren können und alles. Nein, das ist gar nicht so schwer, ist das gar nicht. Nein? Nein, ich habe schon mal einen Traktor zusammengebracht in 19er. Okay. Nein, nicht 19er, was war davor? 17. 17. 17, weil da habe ich beim Vorbesteller so einen Mod-Handbuch dabei gehabt. Das ist nicht so schwer. Weil die Grundstrukturen hast du dann immer vorgefertigt. Ah, okay. So wie die Karte. Die Karte hast du und dann kannst du die Karte bearbeiten, so quasi wie mit dem Geländetool. Aha. Deine Sachen hin, dann hast du halt Streckentools und sowas. Meine Karten ist noch komplizierter natürlich. Stimmt, danke Dominik. Was denn? Dreh die Grafik auf Maximum, sagt er. Hast du noch immer nicht? Ich hab vergessen. Oh, Alter. Das muss ich außerhalb vom Spiel machen. Ja, musst du. Du musst dann neu starten, natürlich. Okay. Muss ich dann machen, Dominik. Danke. Na, das hat er endlich mal am PC und dann spiele ich nochmal voller Grafik. Truck Simulator muss ich auch hochdrehen. Hast du auch nicht eingestellt, oder was? Nein. Was? Das hat aber vom alten PC irgendwie übernommen. Hast du das schon mal, aber du hast das noch nicht gespielt, oder? Gestartet einmal. Ach so. Das, wenn wir so weitermachen, geht sich dann nochmal aus. Gut, es ist ja noch einiges. Außerdem haben wir dann ein zweites Feld auch noch. Jetzt haben wir kein zweites Feld. Ja, jetzt nicht. Nee. Also stimmt, damit wir zweites bekommen, müssen wir verkaufen und das heißt, bis dann ist das Gras auch wieder nachgewachsen. Ja. Was meinte ich damit? Mhm. Weil zuerst würde ich sowieso die Bäume wegmachen dort drüben, bevor wir dann anfangen zu mähen. Ja. Du, da geht sich zweites aus heute. Vielleicht. Beim nächsten Mal kann man schon voll durchstarten. Ist im Angebot. Der Flo ist im Angebot? Soll ich von denen irgendwas gehört in letzter Zeit mal wieder? Nein. Von niemandem? Nein. Wow. Du? Nein. Schau noch nicht mehr bei den Streams zu. Oder melden sich zumindest nicht. Ich glaube halt, dass Ingwer schaut sicher von denen auch mein YouTube. Weil? Weil einer gleich von Tag 1 an geschaut und ich kann nicht vorstellen, dass einer so lange Abonnent war und sich gedacht, oh, er macht wieder Videos. Ja. Ich habe schon 3 Abos dazu bekommen in einem Monat. Das ist krass. Voll krass. Ziemlich krass. Kann ich nur sagen, gönn dir. Die Hupe ist so leise, das ist unglaublich. Manchmal denke ich. Klingt immer gleich. Hast du gehupt? Ja, oder? Ja. Okay. Die ist so leise und nachdem meine Maschine noch piep, piep, was jetzt muss ich nicht. Zupen ist das Piepen. Ja, vor allem. Ja. Na, na, bitte. Was ich halt jetzt auch geil an dieser Karte finde, ist, dass wir sie so quasi selber gestalten. Das heißt, wo wir unseren Hof platzieren, wo wir dann die Produktionen hinbauen, unsere eigenen Felder quasi machen. Ich finde das schon. Was ich halt schade finde, ist, dass du dann quasi nicht so Fremdverkehr hast und so oder Straßenrichtung. Das stimmt. So. Das ist das Einzige, was ich sage. Das ist ein bisschen schade. Wenn du dann draußen die Straßen siehst, Alter, beim Händler. Ja, dazu gesehen hast du natürlich recht. Obwohl ich sagen muss, dass der Straßenverkehr manchmal ziemlich nervig war auch.
Gut, wir haben ihn eh auch öfter ausgeschalten. Aber ja, eben, deswegen. Aber ja, dass du so auch echte Straßen hast, ja, das. Weiß gar nicht, vielleicht gibt's einen Mod. Straßenporn. Landschaftsbausimulator. Aber ich bin eh froh, dass ich das Wrestling-Spiel noch nicht habe. Warum? Ich glaube, damit Assassin's Creed dann ganz rund. Oder dieser Lego Racer möchte ich auch irgendwann holen. Aber vielleicht eher Herbst, Winter. Ja, bald. Stimmt. Was mit Spider-Man war ein Schock für mich. Ja, das stimmt. Aber Oktober habe ich gewusst. Ich dachte fix September irgendwie. Vielleicht dann wirklich vertauscht mit... Ja, Video. Wahrscheinlich eh. Was sind die Skalen auch von jedes Mal zu... Dieses Tagebuch, was sie veröffentlicht, bin ich immer mehr gehypt. Ich habe ja gesagt, dieses Zugspiel, was ich da spiele, ja? Das ist einfach nur ein deppertes Spiel, ja? Ein wirklich deppertes Spiel, so ursimpel, ureinfach. Ich habe letztens drauf geschaut, 45 Spielstunden schon. Aber einfach das hast so, du auch gar nicht gestreamt oder sogar? Nein, das möchte ich jetzt. Das habe ich offline so, also ohne Stream und nicht so viel gesuchtet. Und ich war wirklich gut das drin, so, ja? Das war so wie das OpenTTD, da hast du auch eigentlich viel gespielt. Ja, stimmt. Aber es ist anders. Ja, sicher ist anders, aber... Und jetzt habe ich gestern dann nachher angefangen zum Streamen. Ich habe den Urmist gebaut, Alter, sag ich dir. Ich schwöre, das veröffentliche ich nicht auf YouTube. Okay. Lauter Fails, ein Fail nach dem anderen, Alter. Ich habe gedacht, Alter, das gibt's nicht. Und das waren die ersten drei Level. Ah, das geht so nach Leveln. Du hast immer so Zielaufgaben. Ah, okay. Im Hospital quasi. Ja, du hast zum Beispiel, vermeide Zug, du hast immer drei Ziele. Gib, weiß nicht, 50.000 aus, nimm 100.000 ein und vermeide Zugunglücke. Ja, okay, das ist ja wie bei Hospital. Und dann kriegst du so Medaillen und so weiter. Und wenn du einen, also das sind Stempel, wenn du, ich weiß nicht, ob du ein oder zwei Stempel haben musst, dann schaltest du erst das nächste Level frei. Und als Abschlusslevel hast du so ein All-Over-Level, da hast du kein richtiges Ziel, aber das ist irgendwann aus, das Level. Ist ein bisschen länger als die anderen, aber ist dann aus. Und da hast du so, ich sage einmal so 5, komplette Levels, sage ich mal. Also so Welten, wo du so 6 Aufgaben immer hast. Mhm. Und dann gibt es noch das freie Spiel, wo du eigentlich unendlich spielen kannst. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz so interessant, weil du kein Ziel hast. Aber da bin ich trotzdem einmal 1,5 Stunden hängen geblieben. Ich meine, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir bei Hospital auch gedacht, die Missionen, was ich jetzt, es wiederholt sich halt und es wird immer größer und die Missionen halt immer länger, das du brauchst, ja. Aha. An sich cool, ja. Und dann dachte ich mir, vielleicht so freies Spiel, ja. Eigenes Spital aufbauen, so richtig schön, weißt du, mit, weil du kannst ja auch dekorieren, dann steigt der Wert der Zimmer und lauter so Sachen, ja. Und ich dachte immer, baue ich so ein richtig schönes Krankenhaus, aber du hast immer so vorgefertigte, soll ich sagen, Krankenhäuser. Das heißt, du hast nicht so einen Raum jetzt mit Ebenen, sondern da hast du da mal ein Gebäude und daneben ein Gebäude. Mhm. Das ist halt ziemlich verwinkelt dann immer zum Bauen. Was mich nicht. Keine Mods, was man schöner bauen kann. An, was mich auch nicht stören würde, ja. Aber du hast halt nicht so ein, wo nur eine normale Fläche ist, weißt du, wo du wirklich bauen könntest. Ja. Aber ich muss sagen, bei diesem Train Valley, da bin ich echt hängen geblieben bei dem Spiel. Das spiele ich so zwischendurch immer wieder gerne. Passt, da weiß ich, was du nächstes Jahr kaufen wirst. Was denn? Nee, das ist, was da rauskommt. Der dritte Teil, oder ist das dann, oder? Ja, genau. Train Valley World. Ja. Den zweiten habe ich auch schon eigentlich. Achso, ich dachte, du spielst den zweiten. Nein, das ist der erste noch. Ah, okay. Und den möchte ich eben let's playen und dann möchte ich gleich nahtlos den zweiten aufmachen. Den habe ich jetzt aber noch nicht gespielt, dass ich die Medaillen quasi online mit freischalte. Mhm.
Und wie gesagt, dass du eben immer so Aufgaben. Oder dann kommt ein Zug noch ins Spiel, ja. Der fährt langsamer, den musst du aber trotzdem passieren lassen, musst aufpassen, dass nichts zusammenstoßt. Dann hast du auch so Erfolge, zum Beispiel reiße, weiß nicht, 1000 Tiere ab oder so. Also da kannst du Medaillen freispielen auch. Das ist eigentlich recht lässig. So wirklich nur zwischendurch, ja. Ein Level, wie du das machst, das dauert 5 Minuten oder so. Ah, okay. Also wirklich ein kurzes, eigentlich. Außer du machst freie Spiele, hast du gleich alles freigeschalten, alle Bahnhöfe, weil es kommen auch immer Bahnhöfe nach und nach dazu. Das ist dann quasi wirklich so wie Hospital. Wenn du Hospital, ja. Krankenhaus zu Krankenhaus schaltest du neue Räume quasi frei. Ja. Neue Ordination und sowas. Also es ist wirklich ein Liebesspiel, also wenn es dich interessiert, dann kann ich dir das sagen, wenn ich es so. Ja, ich glaube nicht, dass... Aber ich glaube nicht, dass das Liebe zu simpel sein. Ich mag zwar so Aufbaudinge, aber halt nicht, was ist so ein Level. Wie gesagt, das Hospital ist ganz cool, ist lustig. Aber es ist auch kein Dauerbrenner bei mir zum Beispiel. Ja. Wie ist die neue Karte von Way auf der Hunter? Gut, sehr gut. Also hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ist das die erste Erweiterung? Nein, gell? Nein, die zweite. Ah, okay. Bei der ersten habe ich damals nicht reingeschaut, weil mir das ja generell nicht gefallen hat, das Spiel so. Mhm. Es gibt sogar auf der Konsole, habe ich gesehen. Ja, ja. Sie gleichzeitig rauskommen. Ah, okay. Ja, manches Mal kommt der PC früher und dann. Ja, nein, es ist gleichzeitig. Quasi jetzt dann am 15. August ist das Spiel ein Jahr alt. Ah ja. Ich habe mir sogar überlegt, das Wrestling-Spiel auf dem PC zu holen. Jetzt habe ich ja die grafischen Möglichkeiten noch. Das ist billiger zumindest. Ja. Ist eh gerade im Angebot. Aber dort 50 Euro sind 50 Euro. 50 Euro? So viel kostet das noch? Ja. Und es gibt eine Collector's Edition, die kostet 60 oder 70. Da muss ich aber noch schauen, was da drin ist. Aber das ist ja noch nicht so lang draußen, das ist erst draußen ein, zwei Monate. Oh no, 55 Euro. Wie heißt das Spiel? AEW Fight Forever. Von der Grafik kommt es eher Richtung 38 Euro. Wo? Ja, auf Moga. Weiß nicht, wo du schaust. Auf Moga habe ich jetzt nicht geschaut. Ich bin immer Moga, es ist immer dort billiger. Okay. Elite Edition 50. Muss ich noch schauen, was die kann. Ja, Mann, also ich würde generell prinzipiell nie ein Spiel auf Steam kaufen. Okay, trotz Angebot quasi. Ja. Zum Beispiel, ich habe auch zum Beispiel DLCs für Dings, weiß nicht, hab wahrscheinlich auch nicht geschaut, gell? Was? Oder. Sind. Welche DLCs? Achso. Ja, nein, habe ich nicht geschaut. Was komisch ist, manches Mal kriegst du normale DLCs oder normale Spiele und manches Mal verkaufen sie so ein Steam-Account. Das ist doch quasi das Account, wo das Spiel nur drauf ist. Sehr selten. Bei irgendeinem Spiel habe ich das gesehen. Ich glaube, bei Medieval Dynasty war das. Noch nicht.
Aber ich glaube, da warte ich wirklich, bis der Coop-Modus kommt. Da fahre ich mich auch nochmal auf den zweiten durch. Das soll nicht so in die Kurven fahren zu mir und er fährt da die Kurven weg. Entschuldige. Ist mir zu spät eingefallen. Flieger, Vorräte werden abgeworfen. Also Hubschrauber. Da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Wollte ich auch unbedingt reinschauen. Es ist zu wenig Zeit für alles. Momentan ist auch einfach so viel Spieler einfach bei mir gewesen jetzt. Jetzt kommt schon das nächste dann wieder. PID oder was? Das ist keins. Ah, Blödsinn, das kommt im August doch, oder? Oktober. Kann ich das bald aber nicht spielen. Naja, so viel wie du spielst, müsste sich das ehrlich ausgehen. Nein, glaube ich nicht. Also. Werde ich auch reinsuchen. Ist das Skyline? Mal schauen, ob ich morgen was spiele oder ob ich mir endlich mal Guardians of the Galaxy anschaue. Morgen habe ich ja fast sturmfrei. Wenn die Daniela nicht da ist. Ist nur Isabella und Penny da. Party machen oder was? In Mörbisch Party. Das ist bei den Festspielen. Hm?